Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videosgabe in der 1 der Sektion Informationstäter. Es ist Freitag, der 25. August 2017, der DAX bei 12.190 Punkten. Freunde, das, was ich Ihnen die letzten Tage gesagt habe, das hat nach wie vor Bestand. Ja, heute redet Frau Yellen, heute Nachmittag und heute Abend spricht Herr Draghi, und ich dachte immer, EZB und die FED veröffentlichen immer die Reden ihrer Mitglieder vorab auf ihrer Homepage. Ich habe heute mal geguckt, also ich habe nichts gefunden, also vielleicht trifft das nicht auf Jackson Hole zu, aber sonst dachte ich, werden die Reden vorab publiziert. Also vielleicht ist da ein Überraschungsmoment für heute Nachmittag, heute Abend. Davon abgesehen, wenn wir uns nur den Chart anschauen, ist die Aussage, die ich die letzten Tage getroffen habe, hat nach wie vor Bestand. Was haben wir denn gesagt? Ich habe Ihnen gesagt, liebe Leute, ich würde hier im Bereich dieser Widerstandszone bei 12.250 eher davon ausgehen, dass der Markt an dieser trendbegrenzenden Linie scheitern sollte. Das kann man über den Tag zeichnen, das kann man über die Stunde zeichnen. Und selbst wenn der Markt den Ausbruch schaffen würde, ich würde es nicht auf der Long-Seite traden. Denn nicht nur, dass hier eine wichtige horizontale Widerstandszone ist bei 12.325, sondern noch viel wichtiger, ich trade nicht das, was ich denke, ich trade nicht das, was ich glaube, ich trade nicht das, was ich hoffe, sondern ich trade das, was ich sehe. Und wenn meine Systemparameter sagen, ja, Bedingungen erfüllt, können wir long traden, dann trade ich es long. Wenn meine Systemparameter sagen, nee, Systemparameter sind nicht erfüllt, auch wenn diese Trendlinie bricht, ich werde es nicht long traden. Und deswegen, dieselbe Aussage wiederholend. Es ist ein starker Widerstand im Bereich von 12.250, es ist ein starker Widerstand bei 12.325 selbst, wenn sie heute aus dem Weg geräumt werden sollten. Ich persönlich habe kein Interesse daran, Stand jetzt, und so wie der Chart jetzt aussieht, kann nur für mich sprechen, hier etwas als Ausbruch auf der Long-Seite zu traden. Erste Aussage. Zweite Aussage, ja, es kann einen Überraschungsmoment geben durch Jackson Hole. Aber ich kann ja nicht hell sehen. Das ist ja das Problem, was viele Trader haben aus meiner Sicht. Sie versuchen hell zu sehen. Sie versuchen hell zu sehen, was heute Nachmittag passieren wird. Ich persönlich lasse es einfach mal passieren und dann checke ich mal wieder mein System. Kann ich es traden oder kann ich es nicht traden? Erste Aussage. Zweite Aussage war, ich will aber auch nicht short gehen. Und schauen Sie mal, was die letzten drei Tage los gewesen ist. Nichts. Man könnte auch sagen, Daytraden ist Trumpf. Dazu kommen wir gleich. Warum kann man eigentlich nicht short gehen, wenn hier noch so viel Widerstand ist? Weil hier auch ziemlich viel Unterstützung da ist. Erstens. Zweitens. Wir betrachten ja den Tageschart. Wenn wir den Tageschart betrachten, nach meinem Dafürhalten, dann suchen wir auch ein Setup über den Tag. Und ich werde nicht müde, Ihnen immer wieder zu sagen, Leute, das war der Haupttrend, in dem wir gewesen sind, und jetzt sind wir im Nebentrend. Und innerhalb des Nebentrends möchte ich persönlich nicht traden. Entweder möchte ich einen Ausbruch aus diesem Nebentrend sehen, das würde mich interessieren, oder ich würde eine große Trendumkehr über den Tageschart sehen, was diesen mittelfristigen Aufwärtstrend negiert. Sehe ich gerade aktuell beides im DAX nicht. Zumal innerhalb des Nebentrends, und ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Das sind hier Bewegungen von paar 3%. Sowas kann man über den Tageschart nach meinem Dafürhalten nicht traden. Also müsste man, wenn, in die kleinere Zeiteinheiten gehen. Und was ja auch schon anfängt. Schauen Sie, wir haben hier ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief. Dann tieferes Tief. Tieferes Hoch, höheres Tief. Ah, jetzt ist nicht mal mehr dieser Trend gegeben. Und deswegen ist das hier für mich ein Markt über den Tageschart, wo ich einfach ganz entspannt zugucken kann. Und entspannt zugucken, Sie müssen sich das so vorstellen. Kennen Sie, es gibt so ein Video auf YouTube, ich müsste es Ihnen eigentlich einblenden. Da gibt es einen Elfmeter und dann diskutieren Schiedsrichter und Spieler und Torwart, und in dem Augenblick kommt ein Flitzer aufs Feld und schießt einfach ins leere Tor und läuft dann wieder davon und jubelt. So ähnlich müssen sich Traden vorstellen. Also wenn es einfach wird, dann wollen sie übertrieben dargestellt ins leere Tor schießen. Und ansonsten wollen sie einfach nur da sitzen und die anderen spielen lassen. Und das ist auch das, was ich trade, das ist das, was ich versuche, immer wieder unseren Mentorschülern beizubringen. Ich glaube, dass Trader einfach zu häufig in der Anspannung sind, in der Position sind. Und deswegen sind sie nicht in der Lage, die einfachen Phasen zu erkennen, sondern sie traden in den einfachen Phasen und in den schweren Phasen. Und wieder in den einfachen Phasen und in den schweren Phasen und so weiter und so fort. Und
Die Gewinne, die sie in der einfachen Phase machen, geben sie dann doppelt und dreifach in der schwierigen Phase ab. Und entscheidend ist es dann einfach hier mal DAX, sollen es andere machen. Wenn sie Daytrader sind, dann gibt es hier ein Setup über die kleinere Zeiteinheit. Wenn sie kein Daytrader sind, dann können sie jetzt auch nicht ihre Zeiteinheit traden, ändern, damit sie nur mal was traden können. Das heißt, stellen Sie sich vor, ein Marathonläufer denkt sich, gibt es denn eigentlich einen Marathon heute, was ich laufen kann? Nee, morgen auch nicht, übermorgen auch nicht. Naja, egal, ich habe gehört, es gibt ein 100-Meter-Rennen. Dann laufe ich ein 100-Meter-Rennen. Mann, der hat nicht die Muskeln, der hat nicht die Explosionskraft, der kann nicht im anaeroben Bereich arbeiten. Das ist nichts für einen Marathonläufer. Und deswegen, das hier, was ich Ihnen gleich zeige, ist eher für die kleinere Zeiteinheit. Und machen Sie sich bitte klar, dass wir immer diese tieferen Tiefs gemacht haben und jetzt das höhere Tief machen. Erstens. Zweitens, wir haben die 12.000 und wir haben die 200-Tage-Linie. Und deswegen ist das hier durchaus eine Widerstandszone für die Bären wiederum, falls der Markt runterkommen will. So, jetzt. Wir gehen in den 10-Minuten-Chart. Für den Fall, dass der DAX nochmal im Hintergrund Jackson Hole, wann redet Frau Yellen, wann redet Herr... Wie heißt der Draghi? Das müssen Sie im Hinterkopf haben. Das könnte im Kleinen ein Doppeltop sein, im ganz Kleinen. Das heißt, für den Fall, dass wir hier die Tiefs von Mittwoch rausnehmen, im Bereich von 12.150, hat der Markt das Potenzial, das, was er von hier bis hier gemacht hat, also dies hier nach unten durchzusetzen, das wären 100 Punkte, das wäre dann 12.050. 12.064, das ist die offene Lücke, das würde doch passen. Ja, die Runde 12.100 ist auf dem Weg. Kann sein, dass der Markt hier durchrutscht, 12.100 testet, nochmal nach oben läuft und dann das hier macht, muss er aber nicht machen. Doppeltop über den 10-Minuten-Chart mit dem potenziellen Ziel im Bereich von 12.060. Das hier ist kein einfacher Trade. Wenn der hier durchgeht, und deswegen sage ich entweder, Sie können Daytraden oder wenn Sie es nicht können, finde ich, darf man das auch nicht traden. Das ist auch übrigens nur meine Analyse. Sie müssen Ihre eigene Analyse traden können. Es ist nicht so, dass wenn der hier durchgeht, dass man sich dann hinsetzen kann und sagen kann, so, entweder machst du jetzt das, was ich dir sage, oder ich halte dir die Luft an, wie Pepe bei Asterix und Obelix, sondern Sie müssen Ihre Position managen. Stellen Sie sich vor, der kommt bis hier hin und dann zeigt Ihnen der Chart wiederum an, oh, setzt da nicht vor, müssen Ihr Stop-Loss anpassen. Verstehen Sie, ein Trade ist ein dynamischer Prozess. Eine Analyse ist sehr statisch. Und das verwechseln dann auch Taylor. Okay, ich gehe da jetzt zu sehr in die ins Detail rein. Das zum DAX. 12.050, selbst wenn der Markt das machte, selbst wenn er unter diese Zwischenunterstützung fiele, nochmal 12.000 Unterstützung, 200-Tage-Linie Unterstützung, von hier aus zumindest wieder das Potenzial für eine Gegenbewegung. Ähnlich ist es auch mit dem Dow Jones Index. Und beim Dow Jones Index muss man sagen, das ist auch wiederum nur eine Meinung, das, was unser System uns auch zeigt, ist hier 21.920 mit der 20-Tage-Linie erscheint eher unwahrscheinlich, dass der Markt, falls der heute hinkommt, das sofort aus dem Weg nimmt. Ich halte es für eher wahrscheinlich, dass wir hier einen Kampf zwischen der 20- und 50-Tage-Linie sehen werden. Das heißt, wenn der Markt nochmal an die 21.920 kommt, eher wahrscheinlich, dass der Markt noch einmal den Weg nach unten macht, zumal hier eine mögliche fallende Linie ist, die ist bei 21.940, das heißt hier oben ist schon Widerstand, das ist dann auch eher über die kleinere Zeiteinheit interessant, das runter zu traden. Wir haben eine erste Unterstützung bei 21.660, falls diese Zone fallen sollte mit der 50-Tage-Linie, dann ist das Ziel im Bereich von 21.500er Marke. Wenn ich Ihnen das einmal kurz in der Stunde zeigen darf, andere Möglichkeit ist, der Dow Jones fällt unter die 21.765. Dann größere Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Markt eine Fortsetzung macht hier in Richtung dieser besagten Zonen bei 21.650, 21.600. Bitte denken Sie nochmal dran, nach meinem Dafürhalten, all das hat keine Aussagekraft, wenn gerade Frau Yellen spricht oder wenn gerade Herr Draghi spricht. Dann kann es sein, dass es zu Fehlausbrüchen auf der einen oder anderen Seite gibt. Es ist Freitag. Ich kann Ihnen sagen, was ich machen werde, wenn Frau Yellen spricht und wenn Herr Draghi spricht. Wir sind heute Abend eingeladen zum Grillen. Das ist relativ früh. Das heißt, ich werde heute auch relativ früh
unseren Wochenendeinkauf machen. Das bedeutet, während Frau Yellen spricht, mache ich wahrscheinlich einen Wochenendeinkauf. Und während Herr Draghi spricht, bin ich beim Grill. So, ich weiß nicht, was Sie machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in einfachen Marktphasen seine Trades sucht, in schwierigen Marktphasen auf dem Freitagabend sich auf was anderes fokussiert. Nur meine persönliche Meinung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.